Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil für die Switch. Und letztes Mal sind wir bis zu dieser Hütte hier gekommen. Und mehr ist hier an dieser Hütte auch gar nichts mehr aufgefallen. Also man kann hier nichts mehr Großartiges machen. Ist gar nichts mehr. Das heißt, wir gehen direkt raus und laufen zurück. Oder beziehungsweise erkunden mal draußen weiter. Feuer ist hier auf jeden Fall gemacht. Ist hier raus? Ich glaube, hier geht's raus. Dann gehen wir mal raus. So. Gibt es hier noch irgendwas in der Nähe, was man machen kann? Da geht's runter. Und da geht's. Und hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Lass uns doch mal da runter gehen. Wenn's auch runter geht. Oder sind wir von da gekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Hä? Das ist doch der. Achso, man kann auch die Treppen runtergehen oder hier hochgehen. Okay. Hinten kann man nicht hin, ne? Nee. Hier kann man nicht hin. Haben wir irgendwas in der Hütte vielleicht vergessen? Gibt es ja irgendwas in der Hütte? Man weiß es nicht. Mal alles nur durchgucken hier. Nicht, dass wir irgendwas übersehen haben, aber ich glaube nicht. Feuer? Hier sieht frisch aus, das hatten wir schon. Kann man speichern, aber hier war nichts weiter. Von hier aus haben sie eine Guzzi auf den Eingang der Hütte. Na gut. Hier ist unsere Truhe. Hier? Gar nichts, ne? Runter kann man da nicht. Doch. Ach, guck mal. Eine Kurbel. Winde, die nehmen wir mit. Okay. Gut. Kommen wir hier runter? Eine Winde. Na gut. Hier wieder hoch. Siehst du? Gut, dass man ab und zu mal guckt. Sonst hätten wir nämlich irgendwas wieder übersehen. Da kommt irgendein. Oh. Okay. Ich dachte, den könnten wir doch überraschen. Konnten wir wohl nicht. Oh. Okay, nächster Gegner oder was? Oh, der sieht aber nicht so gesund aus. Ah, guck! Ist tot? Ah, Mist! Oh! Alter! Alter, das Ding fiel aus! Oh! Wir haben noch eine andere Waffe hier. Ja?
Also, ich würde fast behaupten, das Ding ist unbesiegbar. Okay, so richtig besiegen konnte man den nicht gerade. Oh, der war hart, oder? Ich meine, wie viele Schüsse habe ich? Ich habe komplett leer gemacht, meine. Gut, also besiegen können wir den anscheinend nicht. Vielleicht müssen wir den ja später nochmal besiegen. Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es echt nicht. Besiegen Sie die Angst und überleben Sie. Ja. Beschissen. Alle Patronen verballert, aber jetzt haben wir Gott sei Dank den Speicherstand gehabt. Das heißt, wir holen diese Winde. Nehmen wir mit. Und dann können wir, glaube ich, nur vor den Typen abhauen. Viel mehr können wir nicht machen. Da krabbelt er rein, okay. Wollen wir jetzt direkt hier hingehen? Okay. Vielleicht können wir aber gleich, wir versuchen einfach aus der Hütte rauszukommen. Und laufen draußen irgendwie durch die Gegend. Mich wegdrücken, diese Sequenzen? Nee, kann ich nicht. Oh. Na, durch da. Also, das ist die wir gleich zu Beginn der letzten Folge auch gehört haben, als wir diesen Friedhof da betreten haben. Wir haben uns auf jeden Fall einmal kurz erwischt. Ist aber nicht so schlimm, denn wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Leben dabei. Genau. Wir laufen jetzt erstmal zurück. Was ihm sie hinterherkommt. Wir hauen jetzt mal ab hier. So. Einige Zombies hier. Müssen aufpassen. Wieder nachladen. Okay. Keine Ahnung, was wir mit dem machen, mit diesem Viech da machen können, aber anscheinend können wir noch nichts mit dem machen. Okay. Versuchen, an den Raben vorbeizugehen. Denn wie in der Bibliothek, beziehungsweise bei diesem Bilderrätsel, wissen wir, dass die auf Dolle reagieren und gleich angerannt kommen. Super. Und die Hunde hatten wir ja. Rehtier. Und dieser Hahn, der Wetterhahn. Hier ist ein plätschernder Bach. Mal wieder rein hier. So, jetzt müssen wir die andere Tür. War noch eine andere Tür, wo rausgehen können, wo die Hunde waren. Die versuchen wir mal zu gucken. Wir sollten vielleicht trotzdem, wir haben ja schon die Warnung, wir sollten trotzdem wohl, ich glaube, einmal angegriffen werden können, bevor wir sterben. Wir haben auch nur noch 2 Bänder zum Speichern, das ist nicht viel. Na gut. Oh, scheiße. Warte. Das sind 2 Hunde. Anscheinend. Oh, einer muss ja hinten auch erwischt haben irgendwie, oder? Was ist denn hier? Das Wasser, da können wir nichts machen.
jetzt hoch? Sehen. Okay, hier können wir wahrscheinlich die Winde einsetzen. Cool. Alter, ist die grob aufgelöste Videosequenz, oder? Die hätte man auch mal höher auflösen machen können. Wir hören das entfernte Rauschen des Wasserfalls. Keine Munition mehr, ne? Wir haben noch. Doch, haben wir noch 6 Schuss. 6 auf Reserve. Hier runtergehen? Das hier greift mich gleich irgendwas aus dem Wasser an, so. Das ist ja schon ein bisschen schreckhaft, ne? Oh, man kann draufdrücken, okay. Geht runter. Der Raben. Nehmen wir die blauen Kräuter mal mit. Die brauchen sie jetzt nicht. Okay. Ah, Mann. Verballert man seine Munition für diese Backviecher, oder? Oh, scheiße. Können wir durchgehen? Pflanzen wir auch mit. Mal nachladen lieber. Ah, Schlangen! Alter! Boah! Wie Schlangen sind denn das hier? Eieiei. Die baller ich jetzt nicht alle ab. Wenn ich die alle Schlangen töte, habe ich keine Munition mehr. Okay, wo sind wir hier? Oh Gott, die Karte gucken. Residenz. Gut. Aber ich kann ihn hier tragen, okay. Hier eine Tür? Okay. Oh, soll ich mal rein? Ein Speicherraum, perfekt. Gut. Farbbänder. Batteriepack. Noch eine Kiste, perfekt. So, wir können hier was reintun. Machen wir da mal rein. Wie viel können wir da gar nicht reintun, weil das brauchen wir irgendwie alles. Das rote Kreuz mal rein. Ne? So, dann haben wir nämlich hier noch ein Spray, das sammeln wir auch gleich mal ein. Kommen wir auch gleich hier rein.
Wollen wir irgendwann für später gebrauchen, ne? Was sagt er? Das Seil sieht frisch geschnitten aus? Auf den Regalen liegen Eimer und ein Seil. Das Seil sieht frisch geschnitten aus. Okay, wir speichern definitiv einmal. Man weiß ja nie, wo wir gleich landen. Und für uns ja überaus wichtig. Wir sind richtig weit gekommen für so eine Folge, oder? Finde ich jetzt. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Find's cool. Gut. Geht's draußen weiter, würde ich sagen. Hier war nichts mehr, ne? Ja. Dann gehen wir weiter. Oh, raus hier. Cool, cool, cool. Da war ich genug, so viele Sachen mitnehmen. Wir haben einen Platz frei, das ist schon mal gut. Okay. Hier war eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Tisch steht 001. Da können wir durch. Ah! Das ist eklig. Oh, die fand ich beim ersten Teil, also das erste Spiel fand ich so eklig. Ich finde Spinnen sowieso eklig. Und, oh, die sind so eklig, wie die krabbeln. Oder? Oh, ist das eklig. Eine rote Öllampe, sie ist nicht angezündet. Okay. Okay, lassen wir nochmal kurz stehen. Nach. Ah, sind Spinnen eklig, oder? Ach, Spinnen sind so widerlich. Ah. Hier geht's gar nicht weiter. Ah. Nach unten? Oh, hier ist Munition. Die nehmen wir definitiv mit. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Was können wir denn mit dem Erste-Hilfe-Kasten machen? Ich kann die ja irgendwie... Ich kann nicht mehr wieder getragen. Ja, super. Wir richtig gehen hingekriegt. Okay, ich bin jetzt hier zurück. Wir rennen mal kurz zurück und packen das weg. Wäre sonst ärgerlich, wenn wir das jetzt wegschmeißen, nur weil wir... So. Bäh, warum sind das Spinnen so widerlich, ne? Widerliche Spinnen. Boah, gruselt mir richtig am Nacken runter. Ich glaube, warum Spinnen so eklig sind, ist, weil die 8 Beine haben und vorwärts und rückwärts gleich schnell laufen können. Ich glaube, das ist das, was uns am meisten Angst macht. Ist aber auch widerlich, oder? Ich habe eigentlich keine Angst vor so kleinen Spinnen, aber diese großen, so Taranteln und Vogelspinnen, die sind schon sehr, sehr eklig. Die es Gott sei Dank bei uns in Gefilden nicht gibt. Das ist eklig. Wir packen die Winde hier rein. Und den Granatwerfer packen wir jetzt auch hier rein, den brauchen wir nicht unbedingt. Und das Ding nehmen wir auch nicht mit. Zack. Die Winde brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Wenn wir die brauchen, müssen wir die halt nochmal holen. Ich will hier raus. So. Gehen wir hier rein. Bah, ich habe mich schon gewundert, wann diese blöden Spinnen wieder kommen. Ich habe das... Naja. So. Lauf. Nehmen wir schon mal mit. Dann gehen wir erstmal... Gehen wir erstmal runter. Oh, da war noch ein Buch. Das nehmen wir auch mal. Krabbelt doch irgendwas. Rotes Buch mitnehmen? Ja. Ich höre irgendwas, was hier krabbelt. Will ich mir so nur ein. Da krabbelt doch irgendwas, oder man hört doch irgendwas, ne? Ist eine Öllampe auch, oder ist das? Ja. Eine grüne, aber sie ist nicht angezündet.
Wie hoch? Kann man bestimmt anzünden. Da! Noch so eine fiese Spinne. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber... okay. Also ich glaube, wir müssen unser Feuerzeug holen, um diese Öllampen anzuzünden. Da. Okay. Blind zu schießen ist natürlich dumm. Wir holen uns einmal das Feuerzeug. Man weiß auch nie, was man braucht, ne? Das ist so blöde. Ich glaube, wenn man Chris spielt, hat man das Feuerzeug immer dabei. Dafür hat man dann aber keine Dietriche. Wie auch blöd ist. So. Hm. Leben habe, ich kann das glaube ich noch ruhig nehmen. Was ist mit dem Buch? Sollen wir mal prüfen? Was ist denn das für ein Buch? Ein Buch mit rotem Einband. Die Seiten sind alle leer. Ist dafür eine besondere Verwendung? Aber weiß ich nicht. Ich nehme es erstmal mit. Jetzt noch zurück. Ja, wie ätzend. Rumprobieren hier. Also zünden wir diese Öllampen an. Wir müssen natürlich auf die Spinne achten, dass wir die auch noch gekillt kriegen. Guck mal, hier war doch auch eine Öllampe, ne? Genau. Also vielleicht können wir die hier anzünden mit unserem Feuerzeug. Eine sonderbare Schatten schwebt im rötlichen Licht. Was ist denn das? Oh, das müssen wir uns mal merken hier. Das ist ein Auge. Schreiben wir das mal auf hier. Also ich schreibe jetzt mal rot gleich Auge. Mal das Symbol mal nach, so. Was könnte das bedeuten? Gut, das wird dann bei den anderen, die werden ja wahrscheinlich auch irgendwas aufleuchten. Dann. Und nochmal. Oben ist die Spinne. Ach, scheiße, das ist ein anderes Auge, okay. Grün. Dann mache ich mal das A. Das mache ich jetzt auch mal nach mit den drei Dingern oben. Und Strich unten, okay. Dann war noch eins oben, ne? Das war's, die ist tot. Hier war, oder noch nicht? Läuft noch rum. Okay, und das eins mit das Orange. Da ist das Auge ohne Strich unten. So, okay. Hm. Ein paar Billardkugeln. Wenn die Billardkugeln zu bedeuten haben. Ich weiß es nicht. Weiß man nicht, oder? Keine Ahnung. Und fünf Billardkugeln, die Reihenfolge scheint keine Bedeutung, aber. Hm. Ja, das haben wir jetzt gehört. Was. Gut, gehen wir raus. Dieses blöde Viech. Mal killen, glaube ich. Mann! Doch scheiße, man kann nichts sehen. Ja, komm mal hoch hier.
Und mehr war hier nicht, ne? Nee. Mehr war hier nicht, okay. Gut, dann gehen wir hier raus. Was soll man machen hier? Keine Ahnung, also ich glaube, weiß nicht, was man hier machen kann. Außen war auch noch was, da war noch eine Kiste. Okay. Oh, was ist hier los? Ah! Okay, wie viel hat mein Leben weggenommen jetzt? Scheiße. Warte mal. Kiste da rüber schieben? Dürfte da nichts mehr rauskommen, oder? Siehste? Ja. Loch ist zu. Können wir da locker rübersteigen, oder? Nee, rüber. Da kommen die jetzt auch immer noch runter zu uns. Nee, perfekt. Gut, da können wir durch. Bilder? Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Okay. Karte. Die Karte müssen wir auch nochmal finden von dem Raum hier. Zeitung liegen. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Ja? Hinten ist auch irgendwas glänzend da. Die Karte von der Residenz? Da ist eine Karte von Residenz mit dem Klar. Okay. Wir haben die Karte von Residenz. Da ist ein Loch in der Wand. Wir sehen einen großen Bienenstock. Das ist ja nicht so cool. Scheiße! Scheiße! Okay. Oh, da ist auch noch so ein Tentakel. Scheiße. Okay, warte mal. Wir gehen erstmal hier rein. Dann speichern wir. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Direkt an der Stelle. So. Gut. Gut, speichern wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.